Herzliches Willkommen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum Thema Christdemokratie. Ich darf unsere Teilnehmer herzlich begrüßen. An erster Stelle Herrn Europaabgeordneten Lukas Mandl. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir heute hier sitzen. Er hat 2019 die Straßburger Diskurstage ins Leben gerufen. Was sind die Straßburger Diskurstage? Sie sollen dazu dienen, den Auftrag der Christdemokratie zu reflektieren. Wie gesagt, seit 2019, das heißt heuer, finden sie zum vierten Mal statt. Einmal pandemiebedingt leider online. Wir freuen uns, dass wir heuer wieder physisch beisammensitzen können. Ich darf weiter vorstellen in unserer Runde Fabio Wolkenstein, Autor des Buches Die dunkle Seite der Christdemokratie mit dem Untertitel Geschichte einer autoritären Versuchung. Vielen Dank für die Teilnahme heute, und das Thema des Buches wird sicher auch in unserer Gesprächsrunde heute mehrmals vorkommen. Weiter darf ich vorstellen Klaus Reitern, Journalist, auch Autor, Kolumnist und Moderator und momentan Chefredakteur des Portals Zur Sache. Vielen Dank auch für Ihre Teilnahme. Gerne. Und weiter darf ich vorstellen in unserer Runde Simon Ebner. Er ist Generalsekretär der katholischen Aktion der Erzdiözese Salzburg und neben diesem Engagement auch zu gesellschaftspolitischen Fragen publizistisch tätig. Auch ein Band mit ihm als Co-Autor ist 2020 erschienen. In diesem Sinne darf ich gleich das Wort übergeben an Europaabgeordneten Lukas Mandl für ein Einleitungsstatement, und dann gehen wir gleich in medias res. Bitte. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an alle Teilnehmenden fürs Dasein. Wir haben die Straßburger Diskurstage 2022 aufgeteilt auf zwei Tage. Gestern eine physische Veranstaltung in einem der Plenarsäle hier im Europäischen Parlament und heute diese Diskussion. Ausgehend von einem Buch, das mich sofort betroffen gemacht hat, möchte ich sagen. Ich war in Wien, in der Wollzeile, in der Buchhandlung Herder aus anderen Gründen, und plötzlich ist mir das Buchcover, der Buchtitel ins Auge gesprungen, und ich musste entscheiden, will ich das gar nicht wissen, was da drin steht, oder muss ich wissen, was da drin steht. Und ich dachte dann, es ist Zweiteres. Ich muss es wissen, wenn man sich über viele Jahre mit Christdemokratie und was das bedeutet, auch was es für das Gemeinwohl tun kann, beschäftigt, dann muss man wissen, was in einem solchen Buch steht. Ich hatte für möglich gehalten, dass ich nach 10 Seiten vielleicht das Buch wieder zuklappen würde, wenn das nur aggressiv wäre oder dergleichen, aber es ist gar nicht aggressiv. Es ist reflektiert, es ist eine wertvolle Quellensammlung und darüber hinaus ein Überblick dessen, was Christdemokratie historisch bedeutet hat. Und das ist eine gute Grundlage dafür, zu reflektieren, was Christdemokratie in Zukunft bedeuten kann. Und es ist ja das Thema der Straßburger Diskurstage Jahr für Jahr, das wir diskutiert haben mit Manfred Weber, mit Roberta Metsola, mit François-Xavier Bellamy und anderen, was die Christdemokratie im 21. Jahrhundert beitragen kann und soll. Und dafür ist dieses Buch von Fabio Wolkenstein eine gute Grundlage. Ich freue mich daher, dass der Autor selber nach Straßburg gekommen ist zu den Diskurstagen und auch über Klaus Reitern und Simon Ebner, damit wir das gemeinsam reflektieren können. Danke für die einleitenden Worte. Das ist ein guter Vorgeschmack auf eine spannende Diskussionsrunde. Und ich würde sagen, wir starten medias in res mit der ersten Frage an den Autor des Buches, Fabio Wolkenstein. Der Titel des Buches ist ja Die dunkle Seite der Christdemokratie. Jetzt stellt sich die Frage, was ist die dunkle Seite dieser Christdemokratie, und gibt es auch eine helle Seite? Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und auch danke für die Frage. Das Buch hat in gewisser Weise einen akademischen Hintergrund, insofern als dass es die Tendenz gibt, vor allem in der Geschichtswissenschaft, die Christdemokratie als ein sehr eigenständiges Phänomen zu bezeichnen. Eigenständig in dem Sinne, dass die Entstehung der Christdemokratie Mitte des 20. Jahrhunderts oft gesehen wird als ein Bruch mit der Vergangenheit katholischer Politik. Und die Vergangenheit, das ist vor allem der politische Katholizismus in auch autoritären Formen, wie er in Spanien, teilweise sogar in Italien und in Österreich in Erscheinung getreten ist. Und das Buch versucht, ein nuanciertes Bild der Christdemokratie zu geben, das ein bisschen
die Perspektive wegbewegt von Diskontinuität mit der Vergangenheit, also das heißt mit der Vergangenheit des politischen Katholizismus, zu Kontinuitäten. Und das, was ich als die dunkle Seite bezeichne, bezieht sich insbesondere auf die Kontinuitäten mit dieser, wenn man so will, autoritären oder nicht besonders demokratischen Vergangenheit. Und natürlich in diesem Zusammenhang auch auf die Arten und Weisen, wie Christdemokratinnen und Demokraten Mitte des 20. Jahrhunderts versucht haben, mit dieser Vergangenheit zurechtzukommen und die eigene Bewegung und die Parteien auf die liberale Demokratie und, wenn man so will, den Nachkriegskonsens des 20. Jahrhunderts einzustellen. Das ist sozusagen im Großen und Ganzen das, womit sich das Buch beschäftigt. Und vielleicht noch ein qualifizierender Satz dazu. Die dunkle Seite, die in dem Buch angesprochen wird, oder von mir aus auch die autoritäre Versuchung, wird in dem Buch als etwas bezeichnet, was immer wiederkehrt und was vor allem dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und vielleicht, man kann sagen, bis heute, das können wir möglicherweise hier diskutieren, immer wiederkehrt in Phasen der Unorientiertheit. Ja. Also immer wieder wiederkehrt in Momenten, wo die Christdemokratie sich versucht, neu aufzustellen und vielleicht nicht so genau weiß, wohin die Reise gehen soll. Auf Details können wir sicher noch zu sprechen kommen. Danke dafür erstmals. Also ein nuanciertes Bild der Christdemokratie. Ich darf gleich anschließen. Wie gut oder schlecht gelingt es denn in den Medien angesichts der Tagespolitik, Grundsätze und Orientierungen wie die der Christdemokratie abzubilden? Klaus Reitern, bitte. Es geht noch Medium. In tagesaktuellen nachrichtlichen Medien, egal in welcher Erscheinungs-, Publikations- oder Verbreitungsform, gelingt das überhaupt nicht. Wer dort mitwirkt und in diesen Medien glaubt, Grundsätze, CD oder andere zu verbreiten, fliegt, der wird an die Nationalbibliothek empfohlen. Der hat dort nichts verloren. Dort, wo man Grundsätze, Orientierung sehr wohl abbilden kann, sind einschlägige Darstellungsformen. Nehmen Sie Tageszeitungen, klassisch Seite 3 Samstag, nehmen Sie den Leitartikel, der immer in die Metaebene geht. Jene Medien, wo das abbildbar ist, sind hintergründige und Formate, die Hintergründen gewidmet sind, sind Wochentitel, sind Monatstitel, sind Quartalstitel. Dort ist das sehr wohl möglich. Dort ist das sogar eigentlich Blattlinie oder grundlegende Richtung, egal, oder Podcast, selbstverständlich. Dort ist es möglich, aber in tagesaktuellen nachrichtlichen Medien, egal welcher Erscheinungsform, nein, nicht möglich, grundverkehrt, gar nicht probieren. Danke für den Einblick in die medienpolitische Seite dieser Diskussion. Meine nächste Frage an Simon Ebner. Wie geht denn ein gesellschaftspolitisch aktiver katholischer Laie mit dem Begriff der Christdemokratie um? Der Begriff der Christdemokratie macht einmal neugierig, weil er sehr hohe Erwartungen schürt. Er schürt auch Hoffnungen in politisches Handeln. Und dort, wo die Erwartungen groß sind und die Hoffnungen hoch, kommt eben auch vor, dass, wenn die Ansprüche dementsprechend sind, auch gerade diese Hoffnungen und Erwartungen oft enttäuscht werden. Das heißt, es ist immer so ein Punkt, wo es für mich wichtig ist, welche Haltung ist hinter konkreten politischen Maßnahmen und aus welcher Haltung heraus, aus welchem Menschenbild heraus, aus welcher Weltsicht werden dann politische Entscheidungen getroffen. Danke. Gut, jetzt interessiert uns natürlich, Lukas Mandl ist Christdemokrat, christlich-liberaler in der Politik. Was bewegt den Europaabgeordneten Lukas Mandl dazu, die Straßburger Diskurstage ins Leben zu rufen, um den Auftrag der Christdemokratie zu reflektieren? Da kann ich an Simon Ebner anschließen. Es ist wichtig, eine Haltung zu haben, die auch kommunizieren zu können und auskunftsfähig zu sein, antworten zu können darauf, welche Motive politischem Handeln zugrunde liegen. Im Wort Verantwortung steckt auch das Antworten drin und Verantwortung zu übernehmen, vor allem politischer Art, bedeutet eben auch, diese Art von Antworten geben zu können. Und Christdemokratie ist eine mögliche Art, Haltung zu zeigen, ein Menschenbild dem politischen Handeln zugrunde zu legen. Ich denke, in der Christdemokratie ist es im Idealfall, und der Idealfall ist einer, der in allen Lebensbereichen, denke ich, in der Praxis manchmal nicht erreicht wird oder vielleicht sogar oft nicht erreicht wird,
Dennoch ist es so wichtig, Leitsterne zu haben, gewissermaßen, an denen man sich orientieren kann. Aber im Idealfall dann ist das das Menschenbild aus der jüdischen und christlichen Tradition und auch aus der Aufklärung. Ich denke, diese Aspekte helfen uns, Orientierung zu finden, gerade auch in den herausfordernden Zeiten mit Problemstellungen, die natürlich völlig unbekannt waren in der Geschichte, aber die dennoch immer wieder zu tun haben damit, dass die Würde des Menschen einzigartig ist und dass jeder Mensch gleich viel wert ist und dass jeder Mensch mit einer Freiheit geschaffen ist, die ihm nicht erst eine Politik geben müsste, sondern die eigentlich Politik verteidigen muss und die ihm Politik nicht wegnehmen darf. Und damit sind wir mittendrin in den riesengroßen Herausforderungen unserer Zeit. Und ich würde nie behaupten, dass Christdemokratie, das liberales Denken, dass dieses Erbe aus der jüdischen und christlichen Tradition und aus jener der Aufklärung die einzigen Möglichkeiten wären, an diese Fragestellungen heranzugehen. Aber irgendwelche Instrumente zur Orientierung braucht es. Und ich habe gute Erfahrungen damit, dass Christdemokratie in der Geschichte, aber auch in der Gegenwart da eine große Hilfestellung sein kann. Danke. Ich darf da herauspicken, die Würde des Menschen ist einzigartig und möchte gleich mit einer weiteren Frage anschließen. Demokratische und rechtsstaatliche Strukturen sind Voraussetzungen für ein Leben in Würde. Sind christdemokratische Werte die Basis für eine funktionierende Demokratie? Ich würde sagen, eine mögliche Basis oder antworten mit Böckenförde, mit dem berühmten Böckeförde-Diktum. Das heißt, der moderne Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen könne. Das ist unglaublich wichtig, glaube ich, um zu verstehen, dass wir nicht passiv auf der Couch sitzen dürfen und erwarten, dass Strukturen wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einfach so funktionieren, sondern wir tragen dazu bei, wir sind aufgefordert, dazu beizutragen. Und dieser moderne Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann, weil es aktive Bürgerinnen und Bürger sind, die diese Voraussetzungen schaffen, im Diskurs, in der Diversität, in der Meinungsbildung. Und das gleichzeitig, und das legt ja auch wiederum dieses Menschenbild zugrunde, in Respekt und in gegenseitiger Wertschätzung. Wenn das gelingt, dann hat der Staat Voraussetzungen dafür, dass er demokratisch und rechtsstaatlich funktionieren kann. Und das alles ist nicht graue Theorie. Ich will das auch sagen dürfen. Klaus Reitern und ich sind, glaube ich, die Ältesten in der Runde. Wir haben Ähnliches schon vor 20 Jahren, glaube ich, diskutiert. Und da mag es manchmal der Fall gewesen sein, dass das für graue Theorie gehalten wurde. Also in Zeiten der Desinformation, in Zeiten der hybriden Kriegsführung, in Zeiten der politischen Polarisierung, in Zeiten des unglaublichen Qualitätsverlusts der öffentlichen Debatte, ist das offenbar nicht alles graue Theorie, was wir hier sprechen, sondern eigentlich vitale, essentielle, lebenswichtige Grundvoraussetzung für Gesellschaft und Staat. Mhm. Ich nehme mit, der moderne Staat braucht eine aktive Bürgerbeteiligung. Reaktion von Simon Ebner, was wünschen Sie sich denn von der Politik in Stil und Inhalt? Ja, es ist vorher schon, der Lukas Mandl hat den Begriff der Menschenwürde mit eingebracht. Für mich ist da ganz ein wesentlicher Punkt vom Menschenbild her, dass wir als Christen auch glauben, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und aus dieser Ebenbildlichkeit heraus ist Würde abgeleitet. Wir sind quasi, klingt ein bisschen pathetisch, aber ich finde es schön, den Gedanken, Brüder und Schwestern. Da aus diesem Hintergrund erwarte ich mir von einer Politikerin und Politiker, unabhängig welcher Couleur, aber von christlichen, jetzt nicht eingegrenzt auf christdemokratischen Politikerinnen, Politiker, sondern von christlichen, gibt es in Gott sei Dank in sehr vielen Parteien, die Fähigkeit oder die Bereitschaft, dass man sich in den anderen hineinversetzt. Ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber bei Ignatius von Loyola hast du mal, dass man als guter Christ bereitwilliger sein muss, die Aussage des Nächsten eher zu retten, als sie zu verurteilen. Das heißt, aus dieser Haltung heraus ist man, glaube ich, in sehr viele Richtungen hin anschlussfähig, was nicht heißt, dass man die Meinungen des anderen übernehmen muss, dass man die eigene aufgeben muss, aber dass man einfach zu einer gemeinsamen, tragfähigen Lösung kommt, die oft einmal, ich glaube, technokratisch, hat der Lukas Mandl gesagt, oder vielleicht auch ein bisschen langweilig daherkommt, aber dann im Idealfall einfach zukunfts- und lösungsorientiert ist, sodass sie lange hält.
Wir brauchen eine gemeinsame tragfähige Lösung oder gemeinsame tragfähige Lösungen. Ich mache wieder einen kurzen Themenwechsel in die Medienpolitik. Klaus Reitern, kann es etwas wie christdemokratische Medienpolitik überhaupt geben? Und wenn ja, welchen Inhalt hat so eine Medienpolitik? Die Medienpolitik sollte grundsätzlich in den Demokratien, wie wir sie heute verstehen, in der Europäischen Union so angelegt sein, dass politische Kommunikation gelingt, unter Bedingungen der Meinungsäußerungsfreiheit, unter Bedingungen der Verantwortung, unter Bedingungen der Vernunft ein öffentliches Gespräch geführt wird, sprich die Verständigung der Gesellschaft über ihre Angelegenheiten gelingt. Und die konkrete Medienpolitik kann dann abstellen auf Medienunternehmen und dann dort gegebenenfalls die Rahmenbedingungen, Mediengesetz, also Lex Generalis, Lex Specialis, bis hin zu Förderungswesen definieren. Diese sollte im Grunde genommen für grundsätzlich alle zugänglich sein und diese Förderungen, Regelungen etc. Und keine spezifische, die sich auf eine Religion, auf eine Weltanschauung, wie auch immer bezieht. Die staatliche Politik muss hier sozusagen offen sein, allgemein sein. Das, was aus christdemokratischer Sicht sehr wohl in die Medienpolitik einfließt und Professor Wolkenstein verweist auch eigentlich auf entsprechende historische Entwicklungen, ist, dass die Medien heute, so wie wir sie allgemein verstehen, man müsste ein bisschen spezifizieren, natürlich im Wesentlichen beruhen auf Grund- und Freiheitsrechten. Und dass der Mensch zur Freiheit berufen ist, ist eine zutiefst christliche Botschaft. Journalistinnen und Journalisten tragen Verantwortung. Dass der Mensch zur Verantwortung berufen ist, ist eine zutiefst christliche Botschaft. Dass wir uns natürlich einer nachvollziehbaren Argumentation, sprich Vernunft, sprich objektivierbar bedienen sollen, ist zutiefst christlich. Man soll es aber nicht so sehen, als würden das nicht auch andere Glaubensströmungen, Religionen durchaus auch für sich beanspruchen, rational zu sein, verantwortlich den Menschen verpflichtet. So, natürlich ist vieles in unserem Kulturkreis aus christdemokratischer Sicht hier eingeflossen. Eine explizit christdemokratische Medienpolitik würde ich so noch nicht sehen. Das, was man sehr wohl sehen kann, ist vor dem Hintergrund, dass man zwar Staat und Kirche zu trennen hat, aber Religion, persönliche Überzeugungen und politisches Engagement natürlich nicht trennen kann. Das sollte eigentlich kongruent sein, dass man aus christdemokratischer Sicht natürlich Güterabwägungen, Rechtsgüterabwägungen vornimmt, die auch in Medienpolitik, in Mediengesetzgebung einfließen können unter den genannten Bedingungen. Dann ist es möglich. Eine explizite christdemokratische Medienpolitik würde ich so noch nicht sehen. Danke. Sie sagen, politische Kommunikation muss gelingen unter der Bedingung der Medienfreiheit. Frage an Fabio Wolkenstein. Braucht die Politik aus Ihrer Sicht denn eine gewisse Orientierung durch Grundsätze oder ist sie eigentlich ein Geschäft oder ein Handwerk wie auch andere? Ich weiß nicht, ob es ein Geschäft oder Handwerk wie andere ist. Es ist ein spezielles, ein besonderes Handwerk. Es ist auch eine Errungenschaft, dass wir demokratische Politik als, wie es weder Geschäft noch Handwerk sagen, als Beruf haben. Und es ist auch etwas Neues in der Geschichte der Menschheit, dass man überhaupt diese Fragen stellen kann. Und das sollte man auch irgendwie manchmal ein bisschen wertschätzen, dass es eigentlich ein Privileg ist, diese Unterhaltungen haben zu können, auch diese Reflexion überhaupt anstrengen zu können. Brauchen wir Grundsätze? Wie soll Politik funktionieren? Ganz allgemein würde ich sagen, Politik mag oft so daherkommen, als sei sie pragmatisch, als sei sie jetzt vielleicht in einem sehr spezifischen Sinne lösungsorientiert. Das mag auch hin und wieder Erfolg mit sich bringen. Alles in allem sind alle großen ideologischen Traditionen der Moderne, die in etwa zeitgleich plus minus mit der Entstehung der modernen Demokratie entstanden sind, in Grundsätzen verankert, in Philosophien, bei der Christdemokratie auch theologischen Positionen verankert, die in jedem Fall eine Richtung vorgeben, wohin sozusagen man sich als Gesellschaft weiterentwickeln will, wie Handeln orientiert sein soll. Ich kann mir sehr schwer vorstellen und ich denke, wir sollten auch weder naiv sein noch zu anspruchslos, dass Politik ohne Grundsätze funktionieren kann. Auch wenn das vielleicht in einem zynischen Bild, das heute sehr populär ist,
durchaus die dominante Sicht ist. Es ist auch die dominante Sicht in großen Teilen der Politik und der Wirtschaftswissenschaften, wo es rein darum geht, irgendwelche Interessen zu sichern. Aber ich denke, wenn wir einen Schritt zurücknehmen und auch vor allem etwas tun, was tatsächlich sehr wenige Politik- und Wirtschaftswissenschaftler machen, nämlich mit Leuten zu sprechen, die sich politisch engagieren, denen Politik wichtig ist, merken wir sehr schnell, dass kaum jemand sich politisch engagiert, nur um am Ende dann einen guten Job in der Privatwirtschaft zu landen oder sich irgendwo anderweitig zu profilieren, sondern da geht es um große Überzeugungen. Und ich glaube, wir haben jetzt die Medien auch angesprochen. Man wird heute in den Medien tendenziell, ich will nicht sagen schlecht behandelt, aber man kann nicht mit dem Anspruch, glaube ich, an Medien herantreten, selbst an Qualitätsmedien, dass ein differenzierter Diskurs möglich ist. Das ist ein grundsätzliches Problem und ich würde tatsächlich sagen, ein Stück weit, ich habe auch in meiner Arbeit, in meiner vor der Arbeit zur Christdemokratie viel mit Leuten zu tun gehabt, die sich politisch betätigen, in unterschiedlichsten Bewegungen und Parteien. Niemand von denen hätte sich das zu gut Deutsch angetan, niemand von denen hätte die Überwindung überhaupt zustande gebracht, sich politisch zu betätigen, angesichts der Medienlandschaft, ohne Überzeugungen, Werte und Orientierungen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir einmal sozusagen das empirisch betrachten, stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht so. Politik, jeder, der sich für Politik interessiert und aktiv betätigt, hat gewisse Orientierungspunkte, Werte und Überzeugungen. Also wir brauchen einen Diskurs, wir brauchen diese Grundsätze. Wir führen hier jedenfalls einen sehr guten Diskurs, dank der Straßburger Diskurstage, die diese Reflexion ermöglichen. Und hier wissen wir sie auch wertzuschätzen. In diesem Sinn würde ich alle noch um ein kurzes Schlussstatement bitten und darf mit Fabio Wolkenstein gleich beginnen. Danke. Gut, ich beginne mit einem Schlussstatement. Ich denke, ich möchte mir nicht anmaßen, über Gegenwart und Zukunft der Christdemokratie große Worte zu finden, weil ich bin eher der Beobachter und der Analyst als der, der von dem Innenraum dieser Bewegung etwas sagen möchte oder Richtungen vorgeben möchte. Ich denke, dass die Christdemokratie eine zentrale und sehr geschichtsreiche europäische Bewegung ist, deren Geschichte eben diese dunklen Seiten aufgezeigt hat und wie bei vielen anderen politischen Bewegungen auch, teilweise auch zu wenig Reflexion mit sich gebracht hat über vielleicht autoritäre Versuchungen oder vielleicht auch Sackgassen und Irrwege. Und ich denke, es ist wichtig heutzutage für jede politische Bewegung und auch für die Christdemokratie, diese Art von Reflexion anzustrengen, sich zu fragen, wo will man eigentlich hin? Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch in gewisser Weise, so schwierig das sein mag, einer Medienlogik zu trotzen, die sich mehr auf Popularität und Umfragen als Inhalte orientiert. Das, glaube ich, ist das, was Politik eigentlich produktiv leisten sollte, die Diskussion, den Diskurs über den Inhalt zu pflegen, eher als nur die Frage zu stellen, wer kann in der nächsten Umfrage in Popularität gewinnen. Vielleicht muss man da auch die Medien ein bisschen gegen den Strich bürsten in diesem Fall. Ich glaube, es würde uns und es über der Christdemokratie hinaus allen ganz gut tun. Danke für die abschließenden Worte. Klaus Reiter, wir haben gehört, zu wenig Reflexion in der Geschichte. Ihre abschließenden Worte dazu? Gerne gleich anschließend. Stichwort Medienlogik. Ich habe keine Empfehlungen abzugeben, aber ich darf versuchen, die Frage zu beantworten. Was wäre zu tun? In Politik durch die Berufspolitiker oder die leidenschaftlichen Politiker, ich teile das, aber auch im Medienwesen, sei es Journalistinnen und Journalisten, bitte sehr, ein professionelles Rollenverständnis. Trotz aller Angewiesenheit aufeinander. Ja? Aber das Verhältnis ist inzwischen längst dysfunktional. Professionelles Rollenverständnis. Nicht ständig aneinander reiben. Das nächste explizit für die Christdemokratie. Lessons learned. Ich würde sagen, die mögen sich bitte dem Fabio-Wolkenstein-Theorem anschließen, sprich Hausaufgaben erledigen, Positionen definieren, Rollenverständnis, Axiome, Koordinaten. Und dann würde das Wichtigste gelingen. Ja? Dann kriegt die Christdemokratie und christdemokratische Politik die Definitionsmacht über sich zurück, die sie ja längst entrissen. Nicht zuletzt eine Kontomedienlogik. Ja? Die Katholizismus- und Kirchenkritiker definieren heute in den Medien die Christdemokratie.
und nicht mehr die Literatur Helmut Kohl. Ja, das hat sich ja längst völlig verkehrt, schrägstrich aufgelöst. Also, der Punkt ist, versuch Frage zu beantworten, was wäre zu tun? Professionelles Rollenverständnis für alle Akteurinnen und Akteuren in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Kommunikation, Selbstdefinition, Klarlegung der eigenen Grundlagen durch christdemokratische Politiker, das Politikerinnen, das auch in irgendeiner Art und Weise dingfest zu machen, kann auch sein ein Medium, gerne geschenkt, muss nicht gleich Twitter sein, könnte auch ein Buch sein, würde sich empfehlen, ja, und dann kommt man schon voran, dann kann man sich auch ein bisschen der Medienlogik entziehen und dann kommt man auch wieder mal dorthin, wo ja dankenswerterweise Ihre Eingangsfrage begonnen hat. Ist es möglich, Grundsätze zu vermitteln, Orientierung zu geben und damit zu Entscheidungen zu kommen, von denen wir ja alle bemerken, wir brauchen sie aufgrund der Krisen aller Art? Also wir nehmen mit, wir brauchen ein professionelles Rollenverständnis. Danke für diese Einblicke. Und Selbstdefinition. Und Selbstdefinition. Ja, unbedingt. Alles klar. Unbedingt. Simon Ebner, die letzten Gedanken zur heutigen Diskursrunde. Ja, seinem Buch lässt Professor Wolkenstein das hellste Licht auf die Christdemokratie der Nachkriegszeit scheinen. Finde deswegen einen spannenden Kontext, weil dort sichtbar worden ist, dass einfach eine bedingungslose Hoffnung und der Glaube an eine bessere Zukunft die Grundlage für das politische Handeln war. Und dass wir heute da ein europäisches Parlament haben, nach zwei Weltkriegen in Europa, ist, glaube ich, ein gutes Zeugnis dafür, dass das gelingen kann. Das heißt, für mich ist der Punkt Hoffnung einer der ganz wesentlichen Grundvoraussetzungen oder Erwartungen, die ich an Christinnen und Christen in der Politik habe, dass man daran glaubt, die Dinge verbessern zu können. Hoffnung spaltet nicht, Hoffnung spielt Menschen nicht gegeneinander aus, sondern Hoffnung stellt eine Vision dar, wenn sie eine ehrlich gemeinte Hoffnung ist, wo dann jeder Einzelne und jede Einzelne sich auch eher bereit fühlt, dort mitzugehen und mitzuarbeiten, wenn das einfach eine angstfreie, zukunftsorientierte, hoffnungsvolle Politik ist. Danke für diese hoffnungsvolle Antwort. Abschließendes Statement von Lukas Mandl, bitteschön. Ich bin dankbar, ich habe viel gelernt in der gestrigen Diskussion physischer Natur hier im Europäischen Parlament zu unseren Straßburger Diskurstagen und jetzt in der Runde. Ich habe aus dem Buch viel gelernt und dazu gehört unter anderem, dass auch von dieser wissenschaftlichen Seite etwas, das politisch oft gesagt wird von Christdemokratinnen und Christdemokraten, so beurteilt wird, nämlich dass die europäische Integration, das europäische Einigungsprojekt ein christdemokratisches Projekt sei. Das ist weniger etwas, was man als Lorbeeren sehen darf, schon gar nicht als Christdemokrat, auf denen man sich dann vielleicht sogar ausruhen würde, sondern eigentlich als Anspruch und als ganz großes Projekt. Ein hochrangiger Vertreter aus der CDU hat unlängst in einem Gesprächskreis kokett angemerkt, die Christdemokratie hätte in 80 Jahren nur drei Ideen gehabt und diese seien gewesen die europäische Integration und die ökosoziale Marktwirtschaft und die transatlantische Zusammenarbeit. Und er hat das natürlich deshalb kokett gesagt, weil es ganz stabile Säulen sind, auf denen eigentlich das ruht, was wir als Lebensqualität und Wohlstandsmodell im heutigen Europa sehen dürfen. Ich habe so viele Anknüpfungspunkte jetzt aus der Schlussrunde und aus den anderen Statements der anderen Teilnehmenden hier. Ich möchte es möglichst auf den Punkt bringen, was auch in mir vorgeht dadurch. Politik als Beruf von Max Weber ist mir eingefallen. Berühmtes Standardwerk, Max Weber gilt als Liberaler. Und das passt auch ganz gut in den Kontext, weil wofür Max Weber meines Erachtens in Politik als Beruf zentral plädiert, ist Vernunft. Und das in einer Zeit, in der wirklich aggressive politische Ideologien in die Öffentlichkeit gekommen sind, hat Manfred Weber für eine Abkühlung im Vergleich dazu und Vernunft appelliert. Und ich glaube, das ist auch einer der Fäden aus der Geschichte der Christdemokratie, die wir weiterziehen sollten. Robert Schumann, einer der Gründerväter der Europäischen Union, es werden immer die Gründerväter genannt, natürlich gibt es auch Gründermütter und übrigens nicht nur aus Westeuropa, auch aus Osteuropa,
wenn ich an Václav Havel denke oder an Lech Wałęsa. Also man muss nicht immer nur weiter in die Geschichte zurückgehen zu Schumann, Adenauer, de Gasperi. Aber Schumann, der aus Straßburg, wo wir gerade sitzen, kam und kommt, hat auf die Frage, was einen christlichen Politiker ausmache, gesagt, erstens einen gewissen Humor bewahren. Ich denke, das hilft auch bei der Abkühlung von politischer Aggression und auch sonst im Leben. Zweitens, dédramatiser als Franzose, also gewissermaßen entdramatisieren oder deeskalieren, wie man, glaube ich, in der diplomatischen Sprache sagen müsste. Und drittens, sehr biblisch orientiert, die andere Wange hinzuhalten. Oder besser gesagt, er hat genau genommen gesagt, die Schläge, die man bekommt, nicht zurückgeben, was eine tägliche Versuchung ist in der politischen Arbeit, der sich auch viele, manchmal auch Christdemokraten, auch ich manchmal erliegen. Dennoch wieder ein Ideal, ein salopper Satz, aber eine schöne Einordnung von jemandem, der als Christdemokrat in der Politik gestanden ist. Und das kann uns inspirieren. Wofür? Für die Zukunft. Und noch mehr, und das ist der Begriff, den ich noch einbringen möchte zum Schluss, für das Gemeinwohl. Das ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die wir in der breiten öffentlichen Debatte fast verlernt haben. Wir suchen die Polarisierung, wir suchen manchmal sogar nicht das bunte Bild, sondern ein Schwarz-Weiß-Szenario. Und das entspricht ja nicht der Realität. Und schon gar nicht dient es dem Gemeinwohl oder dient es den Lebensperspektiven des einzelnen Menschen. Also das Gemeinwohl zu suchen, eben nicht dieser Polarisierung nachzugeben, sondern eher zu integrieren, zusammenzuführen, sozialen Zusammenhalt zu fördern. Das scheint es zu sein, was Christdemokratie im 21. Jahrhundert leisten kann. Wichtig ist, dass wir darüber im Gespräch bleiben. Die Straßburger Diskurstage sind ein Angebot dafür. Und ich will auch nicht über Christdemokratie sprechen, ohne einmal den Namen Thomas Köhler zu erwähnen, der in Österreich über Jahrzehnte publizistisch in aller Tiefe genau das reflektiert, was wir heute hier besprechen. Er sagt immer den Begriff der sozialliberalen Christdemokratie, und deren intellektueller Mentor, würde ich sagen, ist er auch in Österreich. Auch da kann man nachlesen. Bei Wolkenstein kann man ganz frisch nachlesen oder in unserem Straßburger Diskurs nachhören, nachschauen. Oder im nächsten Jahr teilnehmen beispielsweise. Jetzt mache ich noch Werbung. Vielen Dank für die guten Gespräche und die, ich würde sagen, inspirierende Substanz, die wir hier im Gespräch in den Straßburger Diskurstagen dank Ihnen und euch ermöglicht bekommen haben. Danke auch nochmal an Europaabgeordneten Lukas Mandl für das ins Leben rufen der Straßburger Diskurstage. Schöne abschließende Worte, dass die europäische Integration ein christdemokratisches Projekt ist. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, auch bei unseren Teilnehmern der heutigen Diskussionsrunde. Es war eine spannende Reflexion und danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Mehr Informationen gibt es auch auf der Website von Lukas Mandl unter www.lukasmandl.eu. Liebe Grüße aus dem Europäischen Parlament hier in Straßburg.